jetzt geht das automatisch. Jetzt guckt nicht so doof aus der Wäsche und helft mir. Wir sind für die Sicherheitsfragen bereit. Na dann legt los. Also, Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Adresse? Hier im Skyloft. Na wo sonst? Lieblingstier? Ich habe mein P-Phone schon mit BJs Computer verbunden. Wo ist denn das Kabel? Nein, drahtlose Datenübertragung. Das Ding hat sogar ein Modem eingebaut? Moment. Ich schaue mir die Daten auf dem Rechner an. Kommst du da einfach drauf? Das ist ein Unix-System. Damit kenne ich mich aus. Verstehe ich nicht. Ich komme auf den Rechner, weil ich große Brüste habe, Larry. Ah, natürlich. Das ist aber seltsam. Was? Der Boss-Key ist Steuerung und B. Das ist zwar BJs Rechner, aber es sind keine Firmendaten drauf. Aber es war unmissverständlich, dass hier im Skyloft sensible Daten sein müssen. Hier muss es noch irgendwas geben. Larry, schau dich um. Überall Schwänze erkennt. Das Teil ist eindeutig eine Nummer zu groß für mich. That's what she said. Hier kann man eine Art Code eingeben. Einfach BJ? Die Eingabe war... War nicht richtig. Dafür brauche ich... BJs Zugangskarte. Okay. Store, Office, Tech-Labor. Vielleicht ins Tech-Labor? Ich weiß es nicht. P-Phone XL. Da rutsche ich auf keinen Fall. Feiglings. Irgendeinen Code brauchen wir. Gehen wir nochmal ins Skyloft. Versuchen wir mal eine Fernbedienung da drauf. Das ist gut, so wie es ist. Die? Besser nicht. Mit dieser Karte kann man das... Wäre das ein Gegenstand in einem Rollenspiel, hätte er mindestens eine lilane Schrift. Aber irgendwo muss ja... BJs Computer ist gigantisch. Aber es kommt ja nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik. Aber wie kann ich den benutzen? Macht ja keinen Sinn, dass ich da nichts benutzen kann. Gehen wir nochmal nach unten. Vielleicht nennt BJ jetzt irgendeine wichtige Information. Gehen wir mal zurück in den Store. Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Roberta. Lieblingsfarbe? Pflaume. Lieblingsobst? Ich glaube, ich kann es mir denken. Sicherheitszeichen? B, viermal das Ist-Gleichzeichen. D. Oh. Was ist jetzt? Ich glaube, ich habe mich vertippt. Wir müssen noch mal von vorne anfangen. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. B, viermal das Gleichheitszeichen und dann D. Name? Bill Jobs, falls du das nicht mitbekommen haben solltest. Ah, und das ergibt einen Penis, natürlich. Lieblingstier? Alpaka. Dritter Vorname der Tante zweiten Grades? Ich weiß das Passwort und es ist natürlich ein Penis. B. Gleich. 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 D. Da passiert was. Da passiert was! Was ist das denn für ein Teil? Super, Larry. Das ist ein geheimer Server. Was ist da drauf? Das sind alles interne Dokumente von Prune. Ich kopiere sie rüber. Großartig, Larry. Vielen Dank. Hier sollte auf alle Fälle etwas enthalten sein, was ich gegen Prune verwenden kann. Aber gerne. Warte. Ich gebe dir erstmal die Höchstpunktzahl bei Timber und... weißt du was? Ich hätte gerade Lust, BJs Schreibtisch zu schänden. Komm, sei doch nicht so schwer vom Begriff. Du willst Papier durcheinander bringen, die Schubladen auskippen. Willst du die Icons auf den Desktop verschieben? Willst du die Schubladen auskippen? Ich möchte wilden Sex auf seinem Schreibtisch haben. Ja. Ich melde mich freiwillig. Ich melde mich freiwillig. Ich zeige dir mal was. Ah, nu. Natürlich. Was war das? Weg hier, Larry. Schnell. Aber ich bin doch... Ich wollte jetzt... Anu, wo bist du denn? Was? Larry. Ich habe schon erwartet, Baby. Oh, das ist ja gar nicht mein Schlafzimmer. Hallo, ich verkaufe diesen tollen Lederkondome. Ich habe dich schon erwartet, Baby. Was machst du hier drin? Was soll das?
Es wird Zeit für unser Date. Ich habe keine Zeit für diesen Mist. Da unten läuft gerade die wichtigste Keynote meiner Karriere. Und dann schlagen auf einmal die Bewegungsmelder hier im Büro an. Was hat BJ jetzt wieder für ein Chaos angerichtet? Hat er dich hier reingelassen? Ich kann mich jetzt nicht mit dir rumschlagen. Och, Mann. Ich befasse mich nachher mit dir. Och, Mann. Huch, wer ist das denn? Vielleicht hebst du einfach mal ab. Tolle Idee. Hallo? Larry, ich bin's. Hallo, Süße. Du hast die richtige Nummer gewählt. Hier ist Anu. Ach so. Oh. Wo hast du dich versteckt? Ich bin aus dem Fenster gesprungen. Oh Gott. Und habe meinen BH als Fallschirm benutzt. Weil die so riesen Möpse hat? Wow. Zum ersten Mal ärgere ich mich, selbst keinen BH zu tragen. Man findet immer neue Gründe, Brüste toll zu finden. Und dann bist du auch noch weich gelandet. Man findet immer neue Gründe, Brüste toll zu finden. Ich habe schon einen Blick in das Material werfen können. Es sind alle technischen Details des neuen P-Phone darunter. Ich muss es von Fachleuten prüfen lassen. Aber ich glaube, es sind undokumentierte Funktionen darunter. Damit werden wir sie ranbekommen. Und wenn der Moment perfekt ist, wenn Prune angeschlagen ist, werde ich sie damit vernichten. Oh boy. Aufgelegt. Oh, nö, süßi. Jetzt habe ich doch alle meine Dates erledigt und müsste einen grandiosen Timberscore haben. Wie viele Punkte habe ich jetzt? 45. Was? Erst? Mit wie vielen Frauen müsste ich ausgehen, um auf 90 zu kommen? Bei Bestbewertung 774 Frauen. Ich mag Herausforderungen, dann mal los. Gibt es für Rothaarige eigentlich mehr Punkte? Gibt es für Rothaarige eigentlich mehr Punkte? Nein. Müssten die Timber-Daten nicht auf dem Server hier liegen? Bestätigt. Ich müsste mich also nur in diesen Server reinhacken und meine Punktzahl auf 90 setzen. Okay. Der hat noch nie was von dem Handy gehört, aber hackt sich in den Server. Eine Sache. Wir präsentieren heute das komplett neue P-Phone. Es ist das beste P-Phone, das es jemals gegeben hat. Wir haben jede Kleinigkeit verbessert. Die Ecken sind um 0,5% runder. Die Farbe ist komplett neu. So geil. Oh Mann. Es gibt ein neues Hintergrundbild. Ja. Der Server sieht schon etwas anders aus als damals. Wenn ich wüsste, über welche Schnittstelle ich in das System kommen könnte. Vielleicht kann ich helfen? Das finde ich selbst raus. Ich bin ein Experte. Genau. Dann mal los. Vielleicht kannst du damit anfangen? Und ich pass auf, dass du keine Fehler machst. Klar doch. Baue Verbindung zu Server auf. Oh, ein Protokollserver. Piep, piep. Das würde er wohl gern wissen. Piep, piep. Ich muss sagen, ich finde, es ist irgendwie das wackste Ende. Nehmt euch die Zimmer. Punktzahl zu dingsen. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man einfach damit auf 90 gekommen wäre. Ach, das ist statt nur mein das Mensch, zu machen. Der ist harmlos. Ich meine, piep, piep. Sag ihr, dass er gleich einen Tritt bekommt. Jetzt stell schon meinen Timberscore um. Einen Augenblick. Piep, piep. Schon geschehen. Dein Timberscore ist nun 90. Na endlich. Jetzt muss Faith ihr Versprechen halten. Piep, piep. Was ist denn jetzt passiert? Oh, ich habe einen von deinen Anmachsprüchen benutzt. Da hat er sich sofort aus dem Staub gemacht. Normalerweise versinke ich dann immer im Boden. Die Sprüche funktionieren halt nur, wenn man auch passende Aussehen mitbringt. Die Sprüche funktionieren halt nur, wenn man auch das passende Aussehen mitbringt. Oh. Warte mal, was ist da unten? Oh, shit. Was zum Teufel soll das? Ich glaube, der Server ist runtergefahren. Larry, du verdammter Idiot. Diese Keynote muss perfekt sein. Du spielst jetzt mit. Oh, oh. Ja, was für ein Auftritt. Ich bitte um großen Applaus. Zur Präsentation der Funktionen des neuen P-Phone begrüße ich hiermit unseren... Chief Erections Officer Dr. Love, Stripper-Praktikanten. Zukünftigen Gatten von Faith. Künftigen Gatten von Faith. Larry Leffer. Einfach vom Teleprompter ablesen.
gewesen. Technologie verändert unser aller Leben und Technologie ist nur so gut wie die Software, die sie antreibt. Nicht wahr, BJ? Sympathisches Lachen. Ja, Larry, wir bei Prune legen nicht nur Wert darauf, dass unsere Software revolutionär ist, sondern das Leben aller Menschen verbessert. Wir bei Prune legen nicht nur Wert... Nächste Zeile, du Pfeife. Ach so. Von all unseren Apps ist es vor allem Timber, das Menschen zusammenbringt. Und ich freue mich, nun die neueste Version enthüllen zu dürfen. Mit diesem Gerät kommt auch die neue künstliche Intelligenz des P-Phone. Die veraltete Version unserer KI schicken wir nun in den Ruhestand. Sie ist obsolet geworden. Wie bitte? Dein Arsch ist obsolet!